Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Zarquili Ritualbrecher und dafür müssen wir insgesamt zwei Bosse besiegen, den Ritualmeister Skaran und alte Magma-Schlange. Und ihr seht, die alte Magma-Schlange befindet sich gerade schon hinter mir, beziehungsweise diesen Meister, den haben wir hier hinten irgendwo schon umgelegt. Und ja, wie bekommen wir die jetzt her? Als allererstes solltet ihr wissen, dass ihr einmal ein Event braucht, und zwar in den Taralek-Höhlen hier in der Mitte. Das heißt einmal Forscher unter Feuer. Und da gibt es insgesamt zwei Stück. Es gibt Forscher unter Feuer Titanabriegelung und Untersuchung der Zarquili-Ruinen. Wir brauchen zweiteres, die Zarquili-Ruinen. Und die wechseln sich einfach wöchentlich ab. Also die eine Woche habt ihr die Zarquili-Ruinen, das andere Woche habt ihr die Titanabregelung. Dann ist es so, dass diese Events immer starten zur vollen halben Stunde, also um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Und ja, ihr habt am Anfang einen Timer von insgesamt 8-9 Minuten. Und in dieser Zeit könnt ihr bis zu 9 Events abschließen. Die letzten 3 fangen dann an, wenn der Timer quasi durch ist. Oder wenn ihr schneller seid mit den ersten 9, dann geht quasi die letzten 3 weiter. Also die habt ihr immer. Die 2 Rares, die wir da umhauen müssen, sind quasi der Rare-Boss, der bei 9 von 12 Events kommt. Heißt, wenn ihr 9 von 12 Events im Timer schafft, das ist das Maximale, was ihr machen könnt, bei den Ruinen, dann kriegt ihr diese beiden Bosse, die haut ihr einfach um und habt dann dementsprechend das Achievement. Hört sich einfach an. Dafür braucht ihr aber tatsächlich einige Leute, weil der Timer, ich finde, bei den Ruinen tatsächlich noch enger bemessen ist als bei der Titanenabriegelung. Heißt, wenn ihr eine volle Raid-Gruppe habt oder nahezu, dann sollte das gut machbar sein, wenn alle Leute auf Zack sind. Wenn ihr da alleine rumdümpelt, würde ich mal bezweifeln, dass ihr da in die Nähe kommt, ne? Dass ihr quasi 9 von 10, von 12 Events abschließt, bevor der Timer für die ersten 9 Events durch ist. Genau, das ist es eigentlich. Mehr müsst ihr tatsächlich nicht machen, die zwei umhauen. Und dann habt ihr das Ganze. Also nochmal zusammengefasst, ihr braucht halt das Event, dann müsst ihr um 9:30 rankommen. Am besten mit einer vollen Gruppe schon ein bisschen vorm Event anmelden. Meistens sind diese Gruppen schnell down, dann das Event hier mitspielen. Und sobald ihr das gemacht habt und 9 von 12 Events schafft in der Zeit, habt ihr dementsprechend auch euer Achievement. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.